man sich irgendwie verwurzelt, wenn man so sagen kann, gell? Bestens ist schon schön. Früher war es besser. Und halt die Einheimischen und dann jetzt ist lauter Schickimicki. Es ist alles schön wie in meinem Dorf. Schön offen, die Leute sind nett. Das Westend, oder offiziell die Schwanthaler Höhe, galt als Glasscherbenviertel Münchens. Hier lebten die kleinen Leute mit wenig Geld, aber großem Interesse für die Nachbarn. Wer nicht musste, zog nicht hierher. Aber wer hier wohnte, dem war die Schwanthaler Höhe lieb wie ein abgewetzter Hausschuh. Andreas Lackermeier und Reinhard Dax sind hier aufgewachsen. Die Kindheit war schön, trotz allem in der Stadt. Und Eldorado waren eigentlich die Hinterhöfe für uns Buben. Also es war überall nicht so sauber in die Höfe. Dann haben wir einen Hof gewandt gehabt. Wenn du dann über die Hinterhöfe gestiegen bist, über die Mauer und Aschentonnen, dann hast du ausgeschaut, als wäre ein Russkoder. Heute sind die Höfe herausgeputzt. Früher spürte man hinter abblätternden Fassaden die Sorge um den knappen Lohn. Die Wohnungen aber waren günstig, dafür ohne Bad. 37 Quadratmeter war das. Das war ein Schlafzimmer und eine Küche. Da waren wir zu fünft, meine Eltern und meine zwei Brüder. Und mein Bett war zum Beispiel so unter so Schräge. Und da war im Winter war da der Raureif dort. Doch das habe ich mir damals schon als Kind Asthma geholt und so. Und das war halt so. Reinhard Dax und Andreas Lackermeier gehören zum Schwanthaler Höher Dreigesang. Alle 14 Tage treffen sie sich privat zum Proben. Und ich bist dir am Schien vor Mitternacht immer mit Horn, vor Mitternacht immer mit mir. Weil auf der Schwanderlehe, 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 weil uns das Frauenbier da so gut schmeckt. Petra Friedrich ist seit 11 Jahren Wirtin in der Westendmaus. 95% Stammgäste, aber Laufpublikum gar keins, weil das Schickimicki-Volk, ich sag aber die Anzugsfutzis, die gingen nicht in den Eckkneipen. Für die Eckkneipenverweigerer serviert das Westend inzwischen beinahe für jeden Einkehrgeschmack etwas. Eine bayerische Wirtschaft indes lässt sich heute schwerer finden als früher. Durch das Bürgerheim weht noch ein ganz leichter Hauch des alten Westends. Als man hier 1965 genüsslich seine Virginia erst durchs Bier und dann durch die Lunge zog. Währenddessen unterhielt ein alternder Zirkuskünstler auf Durchreise das volle Wirtshaus. Draußen hatte man es nicht weit für die Bedürfnisse des täglichen Lebens. In jeder Straße, an jedem Eck war ein Laderl. Dank preisgünstiger Genossenschaftswohnungen leben im Westend heute noch viele Alteingesessene mit kleiner Rente. Nach einem Tipp haben wir bei Walter Schwabe und seiner Lebensgefährtin geklingelt. Ja, rein spaziert. Die 88-jährige Katharina Popp führte einst ein kleines Geschäft, das sie sofort wieder eröffnen würde. Manchmal habe ich schon gesagt zum Walter, wir sind ja nicht verheiratet. Habe ich schon gesagt, mein, ein Milliladen oder so, ja, Milliladen waren halt Leute, richtig gingen. Wir haben ein Buch nur so rausgeschöpft. Die erste Zeit mit dem Schöpfer. Mit dem Schöpfer. Die Schöpfer, gell? Halb Liter, Liter. Halb Liter. Bis dann die Milchpumpen gekommen ist. Hundert Meter entfernt in der Ganghofer Straße. Da war die Schrägen nicht. Da ist das Haus da hergegangen. Bis da vorne so her. Das ist abgerissen worden. Ja. Dann war da noch so Blech zum Zumachen und Scherengitter. Und nachher da gestern, ja, war dort mein Laderl drin, so ein kleines Milliladerl. War eine schöne Zeit. Die meisten der übrig gebliebenen Laderl haben heute neue Nutzer.
Seit den 70er Jahren lockten die niedrigen Mietpreise Gastarbeiter ins Westend. Das Viertel wurde multikulturell, mit einem freundlichen, wenn nicht mit, so doch nebeneinander von Türken, Griechen, Kroaten und Altbayern. Bis heute. Auf der Schwandower herum, für Wehlein, ich muss euch sagen, da leben viel verschiedene Leid, wo sie mir was gefällt. Da leben viel verschiedene Leid, wo sie mir was gefällt. Allerau, hui, hui, hei, ho, allerau. Der Lebensmittelladen Fein Costa gehört Costa und Gina Papadopoulos, Westendler mit griechischen Wurzeln. Vor einigen Jahren gingen sie zurück ins Land ihrer Vorfahren, doch die Schwanthaler Höhe hat das Ehepaar längst wieder. Ich bin hier geboren und für mich ist es hier mein, sagen wir so, meine Heimat. Ich bin nur ausgewandert wegen der kleinen Lady da drüben, wegen meiner Frau. Sie schämt sich ein bisschen, aber lieber, ist okay. Mein Mann sagt alles. Nein, ich meine, warum sind wir weggegangen? Ach so. Ja, da war, ja, mei. Sie wollte zu den Eltern retour. Und da haben wir gesagt, okay, da gehen wir noch hin. Aber es war die Krise, haben wir Pech gehabt. Aber der Costa wollte immer hier sein, muss ich schon die Wahrheit sagen. Du meinst, da bist du in einer kleinen Gegend in Frankreich oder in Griechenland auch, kann man sagen. Das finde ich gut so. Ja. Möchten Sie probieren vielleicht? Nee, wieso bitte? Haben Sie keinen Appetit? Nee, kommen Sie. Auch der griechische Händler von nebenan muss inzwischen ein bisschen hip werden. Das habe ich früher nicht gehabt, die italienische Sachen. Früher habe ich nur Obst, Gemüse und ein paar Konserven und ein paar Nudeln. Jetzt ist aber vieles, es wird viel verlangt. Zum Beispiel jetzt Bio-Getränke. Wie gesagt, muss ich mich anpassen. Und? Vom Urlaub die Nase voll? Was? Ja. Was? Wieder da. Das soll, ich glaube, dass ihr die Nase voll habt, oder? Ja. So, und da? Das war jetzt der Schaumfleck vom Westen. Also, mehr, glaube ich, braucht man nicht sagen dazu. Da waren zuerst drei Bierkeller, waren schöne Häuser, war alles toll und die schönen Biergärten, die dabei waren. Vorne ein paar Badekeller, wo man so toll auf die Wiesen runtergesehen hat. Dass die ganz weggekommen sind, das ist wirklich schade. Gleich dahinter an der Schwanthaler Straße Leerstand, wo einst Wirtschaften und Wohnungen waren. Seit Jahren lassen die Eigentümer die Häuser verfallen. Einige hundert Meter weiter soll dagegen das Haus mit der roten Fahne Wohnungen weichen. Seit rund 40 Jahren ist es eine Druckerei, linker Verlag und Treffpunkt der Arbeiterbewegung. Julian Mühlbauer ist Angestellter des Verlags. Also was das Viertel früher ausgemacht hat, war eben, dass es Kleingewerbe wirklich in fast jedem Hinterhof gab. Da ist jetzt hier so eins der letzten Kleinode. Aber jetzt hat die Stadt München gesagt, also der Stadtrat, wir sollen hier raus. Also es gibt schon auch eine Verdrängung des klassischen Klientels, das hier vor 20 Jahren noch gewohnt hat. Und es ziehen mehr, plump gesagt, reichere Leute hierher. Vor allem dort, wo bis 1998 die Messe war, entstand ein High-Class-Viertel mit Kunst am Bau. Schick. Dafür aber zogen die Mieten an, im ganzen Westend. Doch es gibt sie noch, kulante Hauseigentümer, die ein lebendiges Viertel wollen und lieber an junge Leute mit kleinem Budget vermieten, damit diese hier ihren Traum leben können. Vom kleinen Einrichtungsgeschäft mit selbst entworfenen Stücken oder vom Nähatelier, in dem gerade Eigenkreationen in Szene gesetzt werden. Das ist für mich eine Erinnerung an meine Kindheit. Und wenn meine Mama damals was braucht hat, irgendwie Knepf oder ein Bantel oder eben die berühmten Kittelschürzen, die es da gegeben hat, ist man zum mir gegangen. Fast in jedem von diesen kleinen Schaukästen waren Kittelschürzen drin. Das Interieur aus den 20er Jahren ist noch da. Nur, dass es hier inzwischen nach Kaffee duftet. Barbara Schädel war Schneiderin an der Oper und hat mit zwei Gleichgesinnten aus dem Bekleidungsladen ein Café gemacht.
Da sind noch diverse Kisten gewesen. Dann haben wir mal reingeschaut, dann sind da eben so frottelbare Anzüge aus den 70er Jahren noch drin gewesen, aus dem alten Laden von der Frau Mier. Wir haben den Laden ja genommen wegen der alten Einrichtung, weil das so einzigartig ist. Hier muss ich mal schauen, ob ich da noch was finde in den vielen Schubläden. Ah, da. Genau. Schauen wir mal. Ja, das waren so diese, in den ganzen Fächern waren natürlich so Wäsche, Herrenhemden. Und so haben die Schaufenster ausgeschaut. Mit Kittelschürzen. Am Anfang haben wir das noch nebenbei gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir schmeißen unseren Job und machen dann nur noch das Café. Und ja, mittlerweile ist es einfach eine Leidenschaft und ich bin ganz froh, dass wir da sind. Früher hat es geheißen, das Glasscherbenviertel. Das hat sich aber schon ganz schön gemausert. Dafür spukt hier und da das Gespenst der Gentrifizierung auch hier schon durch die Straßen. Bisher aber konnte sich das Westend als Viertel mit vielen Gesichtern treu bleiben. Und das macht es in München zu etwas Besonderem.